Kotzenpenner. Los, nimm dir hier den hier. Schön. Mann, ich brauche einen Kontrollpunkt. Ja, mit den Worten habe ich mich wahrscheinlich zurückbegrüßt. Mal wieder mal, ich habe mit mir Buffnetonian und ich bin ein bisschen angepisst. Weil ich vorhin hier aus unerfindlichen Gründen einfach die Klippe runtergefallen bin. Ne? Könnt ihr euch wahrscheinlich daran erinnern? So. Ich kann gleich mal einen Phönix auf die feuern, aber ich glaube, der bringt's nicht. Weil die feuerresistent sind. WAF. So, schon mal drin. Jetzt laufe ich zwar ein bisschen langsam, aber gleich, wenn ich direkt den Troll sehe, kriegt er einen Phönix aufs Face, ey. Wie war das noch? Trolle sind friedlich, wenn man sie nicht angreift? Nee, hat man ja vorhin gesehen. Los, mach. Nicht hierhin, du Trottel! Wie? Ey. Alter, das ist doch. Was soll das denn? Ich verstehe es nicht. Wieso? Ich verstehe es nicht. Der. Ey, was ist das denn bitte? Was bringt diese Phönixbeschwörung denn, wenn man sich selbst nur damit tötet? Deswegen bin ich auch vorhin in den Abgrund runtergefallen, weil er dann anfängt zu brennen und direkt zum nächsten Abgrund läuft. Also ist das sowas wie Harakiri oder was? Alter, für mich ergibt das null Sinn. Das ist einfach nur Bullshit, dieser Zauber dann, wenn der wirklich so funktioniert. Das ist so wie der Absturz zum Desktop-Zauber, nur noch schlimmer. Absturz zum Desktop passiert ja im Prinzip gar nichts so Schlimmes. Man kommt nur auf den Desktop. Ah, ey. So, jetzt muss ich wieder die ganzen Scheißwellen bekämpfen. Gehe wahrscheinlich wieder einmal dabei drauf, so wie ich mich kenne. Also, wie ich vorhin zumindest die ganze Zeit gespielt habe. Ja, das ist doch alles Scheiße, ist das. Alter, ey, ach man. Das Spiel ist zwar geil, aber das. Das soll wahrscheinlich den Spieler so aufregen wie mich. Es hat wahrscheinlich gar keinen tieferen Sinn. So, hier. Oh, ey, ich bin auch zu doof, ey. Es läuft zwar ein bisschen besser, aber das ist trotzdem. Alter! Was? Wie lächerlich ist das? Wie lange ist man von diesem scheiß Frostschnitt denn eigentlich eingefroren? Junge, das ist doch lächerlich. Jetzt verkratze ich schon direkt hier oder was, ey? Das ist mehr als lächerlich. Jetzt verpisst sich dieser scheiß Frostschnitter-Typ ins Nirvana, ey, und kommt hoffentlich nie wieder. Heil dich doch, du Trottel! Alter, ich rage hier mehr als bei allem anderen. Da brennt er wieder wie so ein Bekiffter und will wahrscheinlich wieder auf die nächste Schlucht zurennen, ey. Heil dich, Mann, ey. Der ist ja so dumm wie Scheiße, ey. Sorry. Sorry, Leute, wirklich sorry, aber es regt mich so hart auf. Und jetzt kommen da noch mehr, ey. Reicht dieser eine Frostschnitter-Typ denn nicht? Erst jetzt kommt der fiese Troll und macht mir das Leben wieder zur Hölle. Und ich bin natürlich wieder schon einmal gestorben. Wie sollte das denn anders sein?
Mann, ich wäre ja froh, wenn ich dieses Mal zumindest minimal weiter. Ey, nein! Oh nee, was mache ich denn da, ey? Oh, nochmal Glück gehabt, dass ich hier aus Versehen auf der Angstzauber gekommen bin. So, jetzt gebe ich dem hier mal mit dem Frostschnitter, ey. Und kann ja auch gleich nichts mehr machen. Oh, das ist gar nicht so eine dumme Idee. Von wo bitte schießt denn der? Ah, da hinten kommt er jetzt. Nein, stell mir doch nicht im Weg rum, du Hässlern. Ich will doch nur da hinten einen Feuerball hinschießen. Ja, schön. So, jetzt schlage ich einfach so lange drauf. Da kann er nichts machen. Das ist also die effektive Waffe gegen Trolle. Ein Frostschnitter. Muss ich gleich einfach nur einen auf dem... Muss ich einfach gleich nur einen losschicken. Also, dass ich schaffe, dass nur einer auf mich losgeht. Und dann geht's. Aber ich hänge schon zu lange an dieser Stelle fest. Das ist eindeutig. Vor allem für ein Let's Play. Das geht gar nicht eigentlich. So, ey. Oh. Das gibt es gar nicht, ey. Wie lange kann man denn nur festhängen? So, und diesmal keinen von diesen blöden Phönixen einsetzen, ey. Also ich muss es schaffen, dass mich nur einer angreift. Dann habe ich eine sehr, sehr plausible Chance. Da haue ich ihn nämlich immer den Frostschnitter kaputt. Mal ein bisschen näher kommen, bis nur er mich bemerkt. Der alte Drecksacki. Ja, schön. Nur du darfst kommen, der andere darf nicht kommen. Dann ist alles okay. Ich bin schon bereit, mit dem Schwert zuzuschlagen. Ha, nein, 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 nein. Ah, okay. So, 1, 2, 3 und so weiter. Immer aufs Maul, scheiß Trolle. Ich reg mich so auf, das gibt's ja gar nicht. Es ist in letzter Zeit selten passiert, dass ich mich wirklich so hart aufgeregt habe, weil mich sowas so aufregt. So, und jetzt ist er kaputt. So, hoffentlich ist das nur noch einer da. Das wäre nämlich ein bisschen besser. So, los, hau drauf, Mann. Der kann sich nicht bewegen. Und der Frostschnitter ist eigentlich eine richtig fiese Waffe. Der haust drauf und der Gegner kann nichts machen, zumindest wenn es nur ein Gegner ist. Das ist richtig fies. Schade, dass man hier keine so Combo-Attacken. Los, hau einfach mal drauf, Mann. Ey. Schneller, schneller. Das gibt's doch gar nicht. Ey. Schön. So, hoffentlich komme ich jetzt in einen anderen Abschnitt oder zumindest einen Kontrollpunkt. Ja, einen Kontrollpunkt bitte sofort aktivieren, ey, bevor irgendwas passiert. Oh, geschafft. So. Da muss ich wahrscheinlich rein, oder? Nee. Was labert der da, Alter? Sinnloses Geplänkel. Ach, ist das wieder so ein toller Frostschnitter-Typ, ey. Kleiner P. Keiner, ey. Ich hasse sie. So hammerhart, ey. Und da sieht man auch sofort, wieso, ey. Sie frieren dich sofort ein und du hast null Chance, noch irgendetwas zu machen. Denn nur deswegen kann ich auch die Trolle besiegen. Ist eine sehr, sehr unfaire Taktik, muss ich schon sagen. Alter, und der hat da irgend so ein... Alter, da explodiert alles, Junge. Wahrscheinlich ist es richtig laut im Video hier. Alter, überall nur diese Fick-Schnitzel-Gegner, ey. Und ich habe schon wieder ein Leben verloren. Und ich bin erst gerade hier raus aus dem... Dings. Nein, noch so ein Frostschnitter-Typ, ey. Junge, ey, die sind so schlimm. Das glaubt man gar nicht. Nein.